Pünktlich zum Frühjahr rollt ab März das neue Mini Cabrio an den Start. Das Einstiegsmodell mit 136 PS starkem Dreizylindermotor startet bei 23.950 Euro. Trotz 14 PS mehr als bisher ist der neue somit kaum teurer als der Vorgänger. Prägnant am offenen Mini, die neuen Rundscheinwerfer in LED-Technik sowie Heckleuchten mit Chromeinfassungen. Das Stoffverdeck ist voll elektrisch. Es öffnet und schließt sich in nur 18 Sekunden und zwar bis 30 km/h auch in Fahrt. Besonders praktisch, bei noch so hoher Geschwindigkeit kann man den vorderen Teil des Verdecks wie ein Schiebedach öffnen. Mit 3,82 Meter ist das Mini Cabrio um 10 cm gewachsen. Das bringt spürbar mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Der Kofferraum ist um ein Viertel größer als bisher. 215 Liter mit geschlossenem, 160 Liter bei geöffnetem Dach. Der gesamte Innenraum wurde aufgewertet. Tacho- und Drehzahlmesser sind von der Mitte zum Fahrer hin gewandert. Dafür sitzt jetzt der Monitor zentral. Neu sind Extras wie Head-Up-Display und Parkassistent. Wer sich fürs neue Mini Cabrio interessiert, hat zunächst die Wahl zwischen Benzinern mit 136 oder 192 PS und einem Diesel mit 116 PS. Neben Vorderradantrieb ist eine 6-Gang-Handschaltung Standard. Automatik und Schaltwippen am Lenkrad gibt es auf Wunsch fürs Topmodell Mini Cooper S Cabrio. Wer gesteigerten Wert auf die Optik legt, freut sich über die neue Farbe Caribbean Aqua Metallic. Fans der britischen Lebensart zahlen außerdem gerne Aufpreis für einen ins Verdeckgewebe eingesteckten Union Jack.